Hallo Leo. Hi Markus, grüß dich. Servus. Gerade habe ich Norbert im Interview gehabt, dein Schützling mit der Yvonne zusammen. Er ist, hat selber gesagt, schockiert von der Qualität her, was da mit ihm auf der Bühne stand. Er meinte sogar, er geht davon aus, dass er jemanden gratulieren muss. Möchte ich jetzt selber nicht beurteilen, wie siehst du das? Realistisch gesehen gehe ich auch davon aus, ja. Wenn man ganz ehrlich sei, aber das ist ja das, was immer wieder passiert, dass hier der NRC stark unterschätzt wird. Das haben wir bei der Universal Cup und so weiter, man hat ja immer mal wieder Wechsler, ne? Ja. Und die, wo dann sagen, das ist ja gar nicht so, wie man immer denkt. Ja. Ist aber doch so, also man sieht es, Norbert hat es am eigenen Leib erfahren. Und ja, wir haben einen zweiten Schützling dabei, einen Ingo, den glaube ich, hast du auch schon im Interview gehabt. Halt. Den habe ich heute schon gehabt. Da hoffen wir, dass er Platz 1 für sich hat. Da hoffe ich, dass er niemanden gratulieren muss. Ja, werden wir sehen. Also ich werde da jetzt nicht irgendwie parteiisch werden. Nee, das ist einfach, wo ich sage, ich hoffe es. Du musst nichts hoffen. Ja, ich muss das kommentieren. Nein, ich bin nicht wie andere Kollegen, die etwas zu sehr übers Ziel geschossen haben. Man muss doch nicht raten. Aber jetzt mal heute an sich, wenn man sich mal den Wettkampf heute anschaut, Deutsche Meisterschaft, sämtliche Klassen, muss sagen, Body 2, brutal. Wenn man sich anguckt, Dorian in einer wirklich bestochenen Form und dann plötzlich kommt aber auch ein Markus Rode daher, der, wo man vor 4-5 Wochen auf der Fly genannt hat, man könnte ihn ja fast abschreiben, jetzt nicht böse gemeint, ja, und kommt heute mit einer Wahnsinnsform daher. Wir haben eine Verbesserung gemacht. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, es wird eine enge Geschichte zwischen den zwei. Ja, ich hab da auch nur einen dritten auf dem Plan, ich Papier, auch. Ja, da wo ich sage, gut, also Dorian ist, er hat die Härte, er hat die Masse. Markus hat nicht ganz die Masse, bringt aber auch die Härte. Und eine Linie, die wirklich schön ist. Gut, die hat aber der Dori auch. Ja, klar. Der hat eine schmale Taille, trotz der ungeheuren Masse, die er mit sich bringt. Ja. Wahnsinnige Beine, er hat am Oberkörper nachgezogen im letzten Jahr, das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, es wird sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wird ein harter Kampf. Dann haben wir noch die Junioren, wo ich persönlich geschockt war teilweise. Kevin Gebhardt. Brutal. Dann natürlich der Kevin Breuchert. Der Kevin. Der Gebhardt. Nein, es gibt noch mal einen zweiten. Haben wir nicht gesehen, ich habe die Junioren. Okay. Da war noch einer dazwischen. Ja. Genau. Der den Süddeutschen gewonnen hat, der Kevin. Ich war echt geschockt. Ich muss ehrlich sagen, wow. Ja, Gebhardt mit einer Masse auf der Bühne als Junior. Der zweite Kevin, unglaublich fertig, unglaublich trocken. Eine Härte, die fast schon seinesgleichen sucht auf dieser Bühne heute. Ja. Also ist schon brutal. Das ist ja das, was ich sage. Also der Verband schläft nicht. Der Verband entwickelt sich weiter. Ich kann mich daran erinnern, wo ich vor, wie lange ist es her, vor 2 Jahren, war mal hier in der Kugelbakehalle. Und wenn ich allein in diesen 2 Jahren anschaue, was in dem Verband passiert ist, was die Athletendichte anbelangt, was die Teilnehmerzahl anbelangt, die Zuschauer, man braucht sich nicht mehr verstecken. Ne? Das ist so. Man macht was richtig. Okay, dann nehme ich das gleich mal zum Aufruf, weil ich habe das ja heute schon ein paar Mal im Video gesagt. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, bei Athleten, die gerne auf die Bühne gehen möchten, die Route to Stage nicht mitmachen wollen, vielleicht aus diversen Gründen, weil sie einfach Angst haben, sie wären nicht so weit oder sowas. Hier wird irgendwann eine E-Mail E-Mail-Adresse eingeblendet, die könnt ihr mir schicken. Ich gebe die dementsprechend weiter an einzelne Personen, die in eurer Region sind. In dem Fall, Leo, wer ist München, Dachau? Wir sind im Münchner Raum, wobei ich sagen muss, also ich betreue mit, ich sage mal, Co-Coach. Der eigentliche Coach ist die Yvonne, die sich dem Sport inzwischen auch hauptberuflich widmet, also nicht Studios, sondern wirklich Personal Training, Coaching etc. Okay. etc. Da ist zum Beispiel ein Norbert, haben wir noch hingerichtet, ne? Ist ein bisschen spät gekommen. Aber immerhin, brutale Form. Ja, haben wir hingebracht, der sagt er selber, ist er sehr dankbar. An Ingo, wir haben Berliner Athleten. Wir haben inzwischen aus ganz Deutschland Athleten. Marina Kehmann ist jetzt zu uns gekommen. Ich habe das gestern mit verfolgt, dass sie jetzt auch bei euch im Team ist. Mhm.
Wilhelmshaven ist irgendwo hier im Norden, also es ist der Wahnsinn. Natürlich können sich auch Leute melden, wenn zum Beispiel Regensburg Raum ist, dann würde ich das weiterleiten an Norbert. Also meldet euch zahlreich, es ist euer Weg auf die Bühne und ihr habt ja die Möglichkeiten, dass ihr wirklich direkten Anschluss habt zu Athleten, die sich wirklich auskennen, die euch erstmal unterstützen können. Ja, also wie gesagt, wir bieten das an. Ich meine, macht das professionell. Ne? Man sieht, die Ergebnisse sprechen für sich. Man sieht, der Athletenzuspruch der erfahrenen Athleten spricht für sich. Und wer das gerne in Anspruch nimmt, schreibt mich an, schreibt Yvonne an, schreibt Markus an, tretet mit uns in Kontakt und dann können wir das alles besprechen. Sehr gerne. Also, wir sind für euch da. Wir unterstützen euch auch auf die Aktion Road to Stage hin. Ja? Also so ist es natürlich nicht. Wir können euch schon mal vorab, oder ihr in dem Fall, vorab vorbereiten, damit ihr dann einen leichteren Einstieg habt bei Coaching Days oder Road to Stage. Und wer weiß, vielleicht sind wir auch irgendwann mal so weit, dass wir auch in Süddeutschland was Eigenes auf die Beine setzen. Schauen wir mal, wohin sich's entwickelt. Ne? Denk ich auch. Und sollte dies der Fall sein, dann werde ich definitiv vor Ort sein. Und der Leo dann auch mit seiner fachmännischen Informationen, die er hat, seine Erfahrungen, nicht nur was das Training angeht, Essen und auch die richtige Farbe in dem Fall. Ja, alles Farbe, Ernährung, Training. Ne? Alles. Alles klar, Leo, dann bedanke ich mich bei dir. Ich sage danke. Für Interview wie immer. Alles klar, ja? Alles gut. Ja. Wir sehen uns. Alles klar, ciao.